Hallo Peter. Hier ist jetzt dein neuer RMF Charger. Und die Schwebefliege hier, die scheint mir auch schon ganz schön ins Herz geschlossen zu haben, so wie es aussieht. Die fliegt immer um den rum. Und fühlt sich irgendwie angezogen von dem Teil. Keine Ahnung. Naja, jedenfalls, hier siehst du, wie er in Aktion gerade eben läuft. Das Schwanken, das extreme Schwanken hier vorne auf der Spannungsanzeige von 13,3 bis 12,7 Volt, das solltest du bei deinem Akku nicht haben. Das ist eigentlich dann der Fall, wenn da irgendeine Zelle so halb defekt ist. Nicht mehr so sagen. Also die Batterie ist halt komplett im Arsch. Die ist in der Leitungsspannung bei 11,4 Volt ungefähr. Aber so richtig komplett regenerieren konnte ich sie bis jetzt noch nicht. Mal gucken, was der RMF jetzt schafft hier dran. Mal schauen, das ist immer so meine Testbatterie für die RMFs. Aber zumindest konnte ich das schon mal messen, dass er ungefähr jetzt bei 12,7 Volt um die 4 Ampere noch reinhaut. Und das ist ziemlich moderat dafür. Eine Ladeabschaltung konnte hier nicht mit verbaut werden. Das heißt, du müsstest also immer zusehen, dass dein Akku unter 15 Volt bleibt. Also bei 15 Volt spätestens abklemmen. Eigentlich so bei 14,8 Volt schon abklemmen wäre es optimal. Aber bei deiner, ich glaube, 275 Amperestunden Batterie oder sowas hast du, da dürfte es dann schon mal so 7, 8, 9 Stunden dauern, ehe sie voll ist. Also einen Schlafrhythmus kann man da ganz gut mitmachen, ohne dass man gestresst ist, und dann nach dem Aufstehen gucken und dann abschalten. Ne? Aber nicht irgendwie mit dem Ladegerät dann 2, 3, 4, 5 Tage nonstop das dran lassen. Dann ist die Wahrscheinlichkeit schon gegeben, dass die Batterie etwas überladen wird. Ne? Hier ist es zwar so, dass er, je voller der Akku wird, umso weniger Strom haut er rein. Und bei Ladeschlussspannung haut er dann so vielleicht noch so 500 mA oder 1 Ampere rein, wenn es hochkommt. Aber das macht über die Zeit natürlich auch was mit den Batterien, wenn man es so lange dran hat. Also von daher so bei 14,8 Volt ungefähr immer abschalten. Je nachdem, wie hoch er kommt. Wenn ein Akku am Anfang noch nicht ganz fit ist, da kommt er auch manchmal nur bis 14,4 oder 14,6 Volt. Und wenn man dann weiterlädt und meinetwegen von 14,6 Volt auf 14,5 Volt wieder runterfällt, dann auf alle Fälle abklemmen. Ne, dann ist schon mal das Zeichen, dass hier drin die Batterie soweit nichts mehr aufnehmen kann. Und dann wieder die Batterie entladen. Und beim nächsten Ladevorgang dürfte man dann höher kommen in der Ladeschlussspannung. So ist zumindest meine Erfahrung. Also da am Anfang ein bisschen aufpassen bei nicht so ganz intakten Akkus. Ne? Und wenn da gegen Ende so ab 14 Volt dann auf einmal die Spannung wieder sinkt beim Laden, dann auf alle Fälle abklemmen und den Akku erstmal wieder entladen. Tragen kann man so das Ladegerät, wenn man Hände hat, die groß genug sind. Also hier an dem Kühlkörper, da kann man richtig anfassen. Der ist richtig fest, da passiert nichts. Auch hier oben das Ding, na gut, da rutscht man dann nochmal ab. Also ich greife nur dann nochmal hier am Kühlkörper an oder so hier. Nehme ich die durch die Kante. Wo man dann nicht hochheben sollte, ist der Lüfter. Ne, da ist zwar starker Kleber dahinter, aber wenn man da zu sehr rupft, ist der Lüfter ab. Dann müssen wir da wieder rankleben. Von daher, man kann ihn praktisch überall rumtragen bis auf den Lüfter hier. So, das Ladegerät geht los, wenn man es in die Steckdose steckt. Das hat also keinen separaten Ein- und Ausschalter. Aber es hat eine Sicherung eingebaut hier unten. Wenn du mal die Anschlusskabel aus Versehen verkehrt rum an den fitten Akku schließt, dann würde die 10 Ampere Sicherung kommen. Und dann musst du mal gucken, ob du irgendjemanden mit kleinen Fingern findest oder mit einem Schraubenzieher kannst du die dann wieder hochklappen, die Sicherung. Und dann geht's weiter. So, das wäre das. Was gibt es denn noch zu erwähnen hierzu jetzt eigentlich? Achso, falls ein krasser Fehlerfall sein sollte mit der Primärwicklung vom Netz, ist hier hinten drin eine Sicherung verbaut mit 800 mA, eine träge 800 mA Sicherung, die kann man dann hier rausziehen.
Hier ist er. Aber das dürfte normal nicht passieren. Das ist wirklich nur dann der Fall, wenn irgendwie der Netztrafo irgendwie in Kurzschluss geht oder so. Das ist ein Trafo von einer Halogenlampe, also kurzschlussfest, alles schön isoliert mit Plastik. Und von daher dürfte dann auch so ein normaler Euro-Stecker reichen. Damit du keine Pulse zurück in dein Stromnetz schickst, ist hier unten drin auch nochmal, hier kann man es ein bisschen sehen, da seht ihr die Spule, ist nochmal eine Entstörung verbaut. Also Entstörschaltung ist auch mit drin. Von daher dürfte das dann auch keine Störungen bereiten, wenn man irgendwie dann sein Internet über die Steckdose betreibt oder so. Okay, so, von daher danke ich dir erstmal fürs Interesse, Peter. Und ich wünsche euch zweien, also dir und dem Ladegerät, eine schöne Zeit und viele erfolgreich regenerierte und geladene Akkus. Bis bald!